So. Wir haben keine Mission mehr. Nach Sonnenwehr ist auch blöd. Da kriegen wir aber auch keine Mission. Ja, wir gehen halt wieder. Gehen wieder nach unten hier. Nach Brunndorf. Let's go. Gucken wir mal, was da abgeht. Wobei, wir sollten vielleicht noch kurz vorbeischauen. Wo können wir sinnvoll. Hier konnten wir, glaube ich, nicht sinnvoll. Wir sollten mal in Sonnenwehr reinschauen, wenigstens. Ob man da Tools and Supplies kaufen kann. Wie der Preis gerade ist. Sollten wir mal kurz ein Blickchen reinwerfen. Schön, außen gibt es hier noch Hunde. Langsam könnten wir uns Hunde kaufen. Oh, sehr gut. 200 nehme ich das auf jeden Fall mit. 60 nochmal was zu essen. Und ich glaube, ich brauche mal ein Reserveschild. Ein Reserveschild, nicht nur für die Markierung, wie der Verkaufspreis gerade ist, sondern so generell. Und jetzt sind wir schon wieder beim Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich noch einen Hund kaufen will. Für 300. Für 300. Puh. Ben. Eigentlich würde ich dir schon gerne einen Hund geben. Du hast dich gerade richtig, also als Belohnung dafür, dass du gegen 3 gefightet hast. Komm, wir holen so ein schwarzes Hündle. Ein schwarzes Hündle für Ben. Den Leader. Er kriegt auch das Maskottchen. Was geht hier? Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen, ne? Oder wir gucken im weißen Schacht noch. Nach Mission, da können wir auch hin. Guck mal nach weißen Schacht, vielleicht haben die eine Südmission. Das wäre ganz nice, wenn die eine Mission hätten zum nach Süden reisen. Das ist eine. Follow the tracks. Das sollte machbar sein für uns bei dem Preis. Und wir haben eine Liefermission nach Nordwesten. Schade. Erstmal was trinken wieder, ne? Müssen wir wirklich drauf achten, falls halt irgendwann das böse Event kommt. Hier gibt's Bowyer. Wir machen hier mal das. Accept Contract. Better organized and get dire, shall name a sergeant. So, ja, sergeant können wir machen. There are crook scouts, many who can support us in the battlefield. The city states of the south of plenty, we shall get the communist. Oder wir nehmen halt doch die Dozen Men. Wir sind, glaube ich, jetzt einen davor. Ja, wir sind einen davor. Das sollten wir demnächst hinkriegen. Außer wir kriegen halt jetzt das Event, das alle weglaufen. Wir haben einfach Pech gehabt. Dann haben wir einfach gelitten. Sind wir mal ehrlich, dann haben wir einfach gelitten. A few brothers come to you looking rather worried. They say one of the cults has been sitting with Erling the Tailor for a few hours now. When you ask what's the worry, show him the darkness. Ja doch, wir wollen ja möglichst viele Kultisten. Show him the darkness. Sohn des Kultes kriegt Resolve. Erling the Tailor has been converted to a cultist. Er hält nämlich seine Stats. Erling the Tailor wird aber zum Kultisten. Was natürlich heißt, wenn wir hier das Opfer-Event kriegen, dass der happy wird, wenn er geopfert, also wenn wir jemand anderen opfern. Anstatt wegzulaufen. Finde ich eigentlich schon eine ganz gute Option. Sono, gute Rekrutierung. Gute Rekrutierung und das sind einfach 8 Thugs. Könnte aber ein Necromant dabei sein, wobei für den Preis. Oh shit. Der Unhold kommt ja hoffentlich nicht zu uns, der Einzelne da hier draußen. Nope, kein Necromant. Sehr gut. Das ist wieder eine gute Quest dann. Yes. Nehmen den High Ground. Du kannst mal warten. Kannst mal warten, würde ich sagen. Aber wir müssen vielleicht noch eins nach hinten rücken. Wenn wir dich hier hochstellen wollen. Wenn wir dich hier hochstellen wollen, damit du hier attacken kannst, müssen wir hier eins zurück. Du kannst hierhin attacken, das ist gut. Und wir kommen zurück, Sono übrigens. Ja. Du sollst auch da attacken können, deswegen stellst du dich da hin. Wir müssen dann. Wobei du gehst natürlich, wir machen Sono hier hin. Sono darf hier absperren. Wir hätten eigentlich auch einen hier hin, der könnte ja immer noch hier hin attacken, ne? Wir hätten ihn auch hier stehen lassen können. Naja, machen es mal so.
Du bleibst da. Du stellst dich hier hin. Du stellst dich hier hin. Du stellst dich hier hin. Bleibst da und du stellst dich hier hin. Ja, ich glaube, so haben wir eine ganz gute Aufstellung. Und ihr könnt, glaube ich, nicht rankommen, sinnvoll attacken. Deswegen bleibt das. So. Ja, ob man bis hier rankommen. Sehr gut. Ey! Treffen sogar die Schweine. Also die Sperren sind das Fiese, weil die relativ konstant treffen. Ja, genau sowas. Wiesen das Miese. Aber da ist schon mal ein Kopf ab. Da flog direkt ein Kopf. Also wer meine Leute anfängt zu stechen hier, dann da fliegen Köpfe. Dann müssen die auch mal rollen. Hier, wer hier unseren Siegfried anfängt. Sieht dann aus, dass wir einfach mal einen Step ran machen. Gerade. Nice. Noch ein Kopf ab. Holy moly. Ja gut. Noch einer down. Noch einer down. Oh. Schade. Der trifft dann aber. Hallo. Komm ich nicht mehr ran. Oh, der geht auf meinen Peitschenjungen. Nicht auf meinen Peitschenjungen gehen. Ich hab 80! Zwei 80er nicht gehittet, Mann. Kopftreffer! Vorbei! Ach, jetzt hör doch mal auf, meinen Vollmer zu töten. Ich hab's hackt. Ich glaub's klatscht. Ah, sehr gut, also. Das ist ja nice. Muss einfach so, würde ich sagen. 68. 63, hauen wir dich. Ich glaube, das ist durch, der Freud. Habe ich so ein Gefühl. Krieg vielleicht noch ein bisschen Damage, aber das sollte im Großen und Ganzen gewonnen sein. Jetzt rennen beide. Nice. Schön reingepeitscht, einfach zack, zack. Nice, Xeli. Nice, nice, nice. Da haben wir's. Und zurück. Wir haben sogar ein paar Level-Ups gehabt. Wieder bei Siegfried. Den wollte immer noch keiner haben. Na gut. Gut, dann muss ich mir den selber überlegen, was ich mit dem mache. Hier, Fatigue auf jeden Fall und HP auf jeden Fall, würde ich sagen. Dann bitte schneller lernen. Und Knut, du kannst, glaube ich, mal eine 1 nach außen, wenn wir jetzt hier noch jemanden haben. Kannst vielleicht auch von Vollmer tauschen, so rum. Wie die Leute mit ein bisschen mehr Rüstung vorne stehen. Knut, plus 3, sehr gut. Den wollten wir, glaube ich, da nicht darauf gehen lassen. Plus 5. Sagen plus 3 und plus 5. Und schneller lernen. 35%, glaube ich jetzt. Ja, nee, 30% mehr XP. Das ist schon einiges. Es ist fast ein Drittel. Ein Drittel weniger Kämpfe, ein Drittel weniger Chance, wo er drauf gehen kann. Bis er hoffentlich ein ordentliches Level erreicht hat und sich verteidigen kann. Ja, also das ist ja schon, die Skills sind ja schon sehr, sehr ausschlaggebend neben der... So, ja, wohl, euch geht's gut. So, wir wollten 1000 Men erreichen. Hier ein Tagelöhner. Nee, ich glaube lieber ein Brawler. Hier, higher. Holen wir noch den Brawler, damit wir unsere Ambition erfüllt haben. So, was hast du? Quick plus Initiative. Und der hat 3 Sterne Initiative. Und 2 Sterne in Defense. Der sieht mir sehr nach einem Nimble aus. Und 60 HP ist okay als Start. Auch wenn das auf der niedrigen Seite ist. Und er ist auch noch Athletic. Vielleicht eher Duelist? Duelist gab es doch hier irgendwo. Wo ist ein Duelist? Hier, become one with your weapon and go for weak spots with an offhand free or carrying a throwable tool. An additional 25% of any damage ignores armor. Does not work with two-handed weapons. Ja, ja, ja. Also der könnte tatsächlich ein Fencer werden, weil er unfassbar hohe Initiative hat. Da brauchen wir auch ein Fencing Sword für ihn. Kriegst erstmal hier die 70er Rüstung. Auf jeden Fall das. Und was fürs Köpfchen.
Hier, du bist ein Brawler übrigens wieder, kein Rock. Brawler. So, und du hast 53. Ja, ich glaube, dann würde ich dir immer noch gerne einen Speer geben. Also wir haben unfassbar viele Nahkämpfer gerade aktuell, ne? Wir haben wenig Range. Aber das ist halt so. Aber damit haben wir unsere Ambition geschafft. So, und das hier, Devil Cargo nach Nordwesten. Kaiwada nach Nordwesten. Das ist halt echt durch die ganze Map. Nee. Kein Bock drauf, das ist mir zu wenig. Nee. Nee, nee, nee. Das ist weg. Das ist weg. Das ist einfach nur Müll. Müll im Inventar. Wir müssen ein bisschen auf unser Geld jetzt achten, weil wir echt viele Leute haben. Und wir müssen mal, glaube ich, hier wieder nach unten, um wieder die lukrativen Missionen da unten zu spammen. Mission, lukrative Mission. Wir kommen leider bei Nacht an. Schlecht. Potenziell. Potenziell schlecht. Wir haben uns geheilt. Und ein Tools and Supplies noch in 5 Stunden. 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde. Wir sind da. Was haben wir hier? Okay, hier können wir übrigens Essen gut verkaufen. 1100. Defend Brundorf and its outskirts from raiding parties. 1100 ist echt viel. Raided und eine Dürre. Ich werde es probieren, aber wir werden wieder vorher speichern. Das kann nämlich ganz schön schief gehen. Warum meine Ambition übrigens nicht triggert, verstehe ich nicht ganz. Deswegen from raiding parties. Ah, da ist es doch. Ich muss nur beschweren. Gained Renown. Wir packen uns mal irgendwie hier so hin, würde ich sagen. Und warten auf die Defense. Ich weiß nicht genau, wo sie halt angreifen als erstes. Ob sie das hier oben angreifen? Oder das hier? Ich würde ja fast eher sagen, hier im Osten eher, aber... So, Raiders are on side to arms. Da sind Brigands. At Marksmen, some Raiders. Okay. Ich glaube, die werden wir killen müssen. Haben wir keine Wahl. Oh, 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 oh. Wir haben den High Ground potenziell. Ist eigentlich schon ganz gut, da würde ich sagen. Sie haben halt jetzt leider Landkämpfer. Das heißt, die werden nicht zu uns kommen, obwohl wir den High Ground. Also, wir haben den High Ground, das würde uns nicht viel bringen. So rum. Ja, sie werfen auch mit Zeug auf uns. Das ist schlecht. Das ist doppelt schlecht. Jetzt hat er kein Schild mehr. Der gerade umgewandelt wurde, der hat jetzt kein Schild mehr. Da kommen wir nicht ran. Ben. Ben, du gehst mal dahin. Ja. Ja, ja, ja. Ich sehe die Problematik. Für nächste Runde müssen wir in Reichweite sein. Wir helfen unserem Ben. Sono und Ben machen Tag-Team hier. Du bist mal noch vorher dran. Erstmal den da. Ja, nicht gestunt, sehr gut. Der blutet schon. Nice, Code hat er gut reingehauen. Der blutet richtig hart. Er sollte gar keinen Bock mehr haben. Darf noch attacken, wenn ich hier oben bin, ne? Yes, nice. Haben wir schon mal einen. Und der wirft da hinten auf einen Shield Waller. Nicht sehr gut. Will glaube ich nicht, dass du zu da rein steppst als erstes. Sehr gut, das ist nice. Ich gehe mal hier über den Schritt nach unten, weil da eine Lücke ist. So, der war dran, dann kann ich mit ihm hier rein steppen und da mit rein. Ja. Gerade. So, Ben. 33. Können wir den Hund hier drüben hinsetzen, bitte? So. Und dich wegstoßen.
Ah, der Hund geht nicht nach hinten. Ich dachte, er geht dahin, aber das ist auch ein Rangy, den er dann bindet. Ich hatte gehofft, der Hund geht auf den richtigen Rangy. Den Rangy. Dego. Sehr gut. Dann musste er nämlich ransteppen. Das ist nice. Du kannst noch warten, dann kannst du, glaube ich, hier den High Ground nehmen. Wir shielden wir aber erstmal mit Knut, weil du hast nicht so viel Defense. So. Wir können mit dir einfach hier ranlaufen, ne? Mit Siegfried. Würde ich sagen, du holst dir mal den. Nils, du holst dir den. Da hat er keinen Bock mehr. Schade, Code hat nicht getroffen. Ein Hit. Sehr schön, da ist noch ein Hit. Du gehst damit helfen, würde ich sagen. 1, 2, 3. Wir kommen da noch ran. Schade. Hier oben ist gerade unsere schwache Seite, ne? Müssen wir halt drauf aufpassen. Oh, lauf zurück und helft. Das ist ja unangenehm. Das ist ja sehr, sehr unangenehm. Ich bin übrigens dagegen, dass du da oben stehst. Ich stelle mich da oben hin. Ja. Sehr gut, der hat ja auch keine Lust mehr. Wir nehmen noch einen Schritt nach vorne. Pieksen. Gehen zu dir, damit du nicht mehr nachladen darfst. Ja, ich glaube, wir laufen lieber einfach rein. Die Leute bewegen. Sehr gut. Schade. Nee, wir helfen hiermit. Immer schön rausfokussen, die Leute. So, haben wir das Schild gekillt. Wir hätten nicht angreifen sollen vorher. Aber das hat sich trotzdem gegeben. Sehr schön, der trifft nicht. Der Hund macht da noch ein bisschen Action. Er trifft leider trotzdem. Das ist ja unangenehm. Nope, nicht entwaffnet. Schade. Au. Au. Das war's mit dem Taylor, der gerade verwandelt wurde in den Kultisten. Den habe ich noch gar nicht umbenannt gehabt. Aua, 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 aua. Ja, das ist halt, wenn man kein Schild mehr hat. Der ist gestunt, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, wenn wir hier bei dir helfen müssen, denke ich. Ich könnte sogar noch einen steppen. Dego. Schade. Gehen Sie weg mit Ihrem Doppelhandangriff. Was tauschen die? Die Schweine. Ich glaube, es hakt. Wird nicht getauscht. Darf nicht. Er trifft. Au. Ja, Dego, das war ein kurzes Mitspielen. Hat er nicht mitgekriegt, zum Glück. War ja nicht da. Ja. Die zwei Sterben hatte ich nicht so antizipiert in dem Fight, sind wir ehrlich. Ich dachte, ich bin ein bisschen kräftiger schon. Du hast jetzt keine Ausdauer mehr, weil du irgendwie... Ja. Trefft ihn halt nicht, ne? Ist halt Frechheit. Jetzt. Nice. Also, Xan macht schon wieder Work. Noch ein Nöcher. Geh weg.
Hören Sie auf zu versuchen, meine Leute zu dingensen. Da. Nope, kein Hit. Hier ist alles tot. Okay, der hat jetzt weniger Lust. Hat sich irgendwie verletzt. Hexi kaputt? Jawohl. Ja, also... Zwei Kultisten gestorben ist natürlich ein Problem. Das war der gerade gekaufte Kultist. Ich habe ja gesagt, der macht's nicht lange. Ich hab's gesagt, der macht's nicht lange. Aber einen besseren Flail und einen besseren Stunning und eine Armbrust. Insgesamt und einen geileren, ja, weiß nicht. Das war es wahrscheinlich nicht wert. Jetzt haben wir vor allem, ach doch, wir haben unsere Ambition ja gerade fulfilled. Das ist dann sehr, sehr gut. Dann wechseln wir wieder zu unserer üblichen Aufstellung. Sono. Plus 2. Plus 2. Plus 4 Range einfach. Na komm, damit wir nicht so abgeworfen werden. Was will ich mit dir machen? Wahrscheinlich zu einem Battleforge Tank. Geben wir dir dann Taunt. Dass du Leute taunten kannst, damit die nicht mehr die Leute rausfokussen können so einfach. Wahrscheinlich schon, oder? Oder Gifted, damit du einfach besser triffst. Ich mag Gifted. Oder Shield Expert, damit du mehr Defense hast. Wir nehmen dir Gifted. Wir geben dir Gifted. Plus 3, geil. Das ist besser als Shield Expert auf jeden Fall. Nochmal plus 3, yes. Und plus 4 HP, yes. Das war gut. Das waren Judo Rolls. Ach, come on. Du bist ein Backliner, kriegst plus 1 die ganze Zeit. Ugh. Ist ja ekelhaft. Dich würde ich wirklich schon gern irgendwann mal opfern. Du warst einfach nur ein Fleischschild am Anfang. Du warst eigentlich nur ein fucking Fleischschild am Anfang. Geh mal Backstabber, damit du wenigstens irgendwas hittest, wenn du über die Leute drüber piekst. Du kriegst auch plus... Das ist doch Mist. Kriegst dann wahrscheinlich auch Backstabber, weil die Leute stehen ja um deine Ziele drumrum. Ja. Achso, das war ja nur der erste Fight. Da kommt ja noch mehr, ne? Ja, das sind nämlich die anderen Brigands, die wir noch machen sollen. Oh, helft ihr uns? Ihr seid aber nett. Das ist sehr, sehr nett. Dann kriegen wir wieder Unterstützung hier. Für den zweiten Fight. Das ist sehr lieb von euch, da, weil uns geht's nicht so gut. Oh, Moment mal. Was? Warum habt ihr so viel Zweihand-Shit? Da bin ich ja nicht so ein Fan von. Aber bis jetzt ist nur einer in meine Richtung gekommen, ne? Und ihr habt fast keine Kopfbedeckung. Ich will da eigentlich nicht ransteppen. Der soll, wenn... Ach, der hat eh schon ein Ziel jetzt. Noch 5. Kann ich den disarm? Schade. Dass das irgendwie nicht hittet, war irgendwie abzusehen. So, wenn ich das mache, ist Nils, der Brawler, das Opfer. Ja, der ist aber eigentlich... Den wollte ich schon behalten, gefühlt. Geh mal dahin. Haben alle schon... Oh, what? Das war nicht der Plan. Nee, dich... Nee. Du bleibst schön da hinten stehen. Verteidigst dich. Für den Fall, dass irgendjemand irgendwie komische Dinge auf dich werfen will. Ja, genau sowas. Genau sowas. The fuck, dude. Als ob du jetzt den machst. Sehr schön, das sieht gut aus. So, der darf nicht mehr angreifen, der will rennen, sehr gut. Also er darf nicht mehr Armbrust schießen, oder besser nicht mehr nachladen.
Das war nicht ganz so smart. Ah ne, das ist einer von denen, mit dem Lied. Ich wollte gerade sagen, was geht denn hier ab? Moment, hast du gerade mein, du hast gerade mein Code rausge... Alter, was geht denn bei dir? Lass mal bei Leute stehen, bitte, wo die stehen. What? Was ist denn falsch? Hallihallo, Danjuschka, du, dich gibt's noch nicht wieder. Wunderschönen guten Tag. Eins, zwei, drei. Von hier aus komme ich da ran. Ich will aber, glaube ich, lieber da hoch, wenn dann. Wenn ich schon da rankomme. Ist echt kein Kopfschutz, ne? Ist ja insane dumm. Komm schon, köpfen. Yes. Zack. Sono, du musst das eigentlich ganz gut tanken können, hoffentlich. Du solltest ein Zweihandschwert noch abkönnen. Hä? Geh ich mal irgendwie dahin, I guess? Weil hier ist geblockt. Was ist denn da eigentlich geblockt? Achso, Moment mal. T, ne? Das ist ein Baum. Ah. Da sind Bäumle. Ich hoffe, Knut hält das auch aus. Hm. Am Baum, durch den Baum werde ich nicht angreifen dürfen, ne? Trotzdem mal in die Richtung laufen. Oh Gott, der kann ja über zwei... Das habe ich komplett vergessen. Geh mal raus. Geh mal raus, Vollmart. Ich wollte mir eigentlich noch ein bisschen behalten. Ein bisschen schon, ne? Sehr schön. Entwaffnet für die nächste Runde. Ist viel weniger gefährlich. Dann können wir uns um den erstmal kümmern kurz. Den da. Hm. Ja, es ist natürlich schwierig ranzukommen noch hier an irgendwas. Shit, damit habe ich den Kill geliefert wieder mal. Das war nicht der Plan. Ach, du bist ja der Typ, ne? Du hast einfach... Ne, du bist nicht mehr dran, ne? Dann gehe ich davon aus, dass ich angreifen darf. Wenigstens ein bisschen XP. Wenigstens ein bisschen XP und das große Schwert und einen besseren Crossbow. Das ist der Stufe 2 Crossbow. Jetzt bräuchte man bloß noch mal irgendwie jemanden. Sehr gut, wir haben es geschafft. Der auch Crossbowen will. Also kann. Vor allen Dingen kann. So, Ben. Plus 4. Plus 5. Plus 7, plus 9. Du bist bei ganz schön viel. Ich würde sagen, wir geben dir erstmal Dodge. Und dann brauchen wir dir auf jeden Fall Relentless noch. Ja. Dodge und Relentless. Oh, weiß, sehe ich uns. Hier auf jeden Fall plus Resolve. Plus Inni. Plus Inni. Du wirst nicht viel angreifen können in der Zukunft. Oder halt doch lieber Defense, damit wir nicht weggesnackt werden. Ich glaube lieber Defense. Giftet wahrscheinlich auch. Nochmal plus 3, nochmal plus 3. Das hätte ich dann doch. Und plus 4 hier. Let's go. Sind wir bei 60 schon. Resolve. Und Vollmorder Fischer. Plus 3. Plus 4. 3, I guess. Haben wir irgendwas, was wir dir geben wollen? Wir haben sogar was, was wir geben wollen. Hier. Und hier. Und haben wir noch irgendjemanden, der ein Schild verloren hat? Nein, das nicht. Rüstungen. 70er Kopfrüstungen haben wir jetzt. Das kriegst du einmal eine. Siegfried. Und du auch. Die ist ein bisschen besser. Und wir haben hier eine 88er Body Armor. Guck mal. Der macht nicht was, schon eine. Hier, kriegst du. Moment, du hast aber Perks. Noch keine großen. Ja, 88er Body Armor. Dann haben wir noch eine normale 80er übrig. Kriegst du jetzt, würde ich sagen. Dann haben wir hier 65er übrig da. Und du hast auch noch keine. Und du kriegst auch noch mal. So, jetzt haben wir alle ein bisschen Rüstung auf jeden Fall. Und bei dir habe ich einen Perk vergessen, Vollmar.
Will ich mit dir machen? Ich glaube auch ein Nimble-Ding, oder? Bin Fan von Gifted geworden. Bin ich aber hier plus 3, plus 3 und plus 4, I guess? Mehr HP. Mehr Tankiness. Und Nils hat auch ein Level-Up. Plus 3, plus 3. Let's go. Plus 4 HP. Das ist zu juicy. Und Kolossos. Also. Fühlt sich gut an. Und 1100 Kronen. Let's go. Außerdem könnte man euch theoretisch Essen gut verkaufen. Spoil in 4 Tagen. Aber das wollte er nicht haben. Wirf 35, das wollte er auch nicht haben. Aber das hier wollte er zum Beispiel haben. Das haben wir für 63 gekauft. Ihr wollt es für 101 kaufen. Müssen wir halt nur schnell irgendwo anders Essen herkriegen. 15 plus von 91er. Achso, genau. Und Dolch. Auf jemanden, der gut hittet. Da haben wir noch jemanden ohne Dolch. Rip da Dolch. Außerdem haben wir noch jemanden mit einem schlechten Speer. Da haben wir jetzt einen guten Speer. Genau, jetzt hätte man theoretisch noch ein Zweihandschwert. Das wollen wir auf jeden Fall reparieren. Ich glaube, bei dir lohnt sich es auch schon. Bei dir auf jeden Fall. Bei dir auch. Bei dir hätte ich vom Reparieren. Yes. Langsam kommen wir auf den grünen Zweig. Langsam sehe ich den grünen Zweig vor uns. Ich glaube, vielleicht wollen wir noch ein paar Ersatzdinger hier reparieren. Dann müssen wir nämlich nicht den hier als Ersatz dabei haben. Das brauchen wir nur irgendwoher. Ich glaube, Tools and Supplies gab es hier günstig, weil hier ist auch ein Workshop. Let's go nach Krone-Dings. Da sollten wir auch rechtzeitig sein eigentlich, bevor uns die Provisionen ausgehen. Hier haben wir, glaube ich, ein Problem, weil wir echt viele Tools and Supplies für die Reparatur ist brauchen, die ich markiert habe. Ja. Komm schon bitte vor dem Tagesende. Yes. Ja, es ist okay. Nehmen wir 2 mit. Es ist okay. Ist nicht geil. Aber ein 20er Verkaufswert. Let's go. Let's go. Ganzen Müllsachen, das ist 55. Brauche nicht 2 Bolts. Werfsachen brauche ich nicht so viel. So. Haben wir wieder den ganzen Kram geleert. Achso, Essen brauche ich noch. Shit, Essen ist ja teuer. Das ist doof. Wir hätten vielleicht gucken können, ob wir eine Karawanenmission kriegen. Wie die da. 810. Mordorf nach Norden 3 Tage. Ah, Mordorf. Ja, weit weg. Was ist denn Mordorf? Mordorf ist da. Das heißt, wir würden hier und dann wahrscheinlich dahin. Wäre schon machbar. Ist nicht unendlich weit weg. Und was gab es dafür? 814 Kronen pro Kopf. Okay, oder 480. Ich bin doof. Ich drück zu schnell durch. Es war nicht so smart. Wir hätten lieber nach Mordorf gehen sollen. Na gut. Dann brauchen wir, glaube ich, noch was zu essen. Tatsächlich. Wenn wir jetzt dahin wollen, da reicht's nicht hin so einfach. Das ist aber auch arschteuer. Warum ist denn Essen hier so teuer? Das ist ja unfassbar. 65, ja. Shit! Nochmal kurz die Frage, ob wir hier noch einen Recruiten haben. Killer on the Run, der würde zum Beispiel bei uns ganz gut reinpassen. So rollenspieltechnisch. So ein Anatomist auch. 190er Kultist. Let's go. Let's go. Was bist du? Was kannst du? Low Roll of Deep of Skill. Guter HP. Fatigue ist okay. Resolve ist ganz nett. Ini ist ganz nett. Defense ist okay. Ja, okay. Aber da du nichts triffst. So. Ja. Aber es ist wieder ein Kultist. Hoffentlich überlebt Deko länger. Deko der Zweite. Deko der Zweite Kultist. Packen wir mal in die hintere Reihe. Das hat jetzt leider einen schlechten Speer.
Wir hätten den Juschka nehmen können. Nee, wir nehmen dann Juschka. Dann Juschka, dann Juschka. Dich hat man noch nicht. Dann Juschka. Den C. Hier kann man nicht hin und her switchen. Ja. So. Dann auf nach Suderbusch. Dann für 2 Tage Rationen. Muss reichen. Wie geht's unseren Leuten eigentlich? Wir sollten mal wieder kämpfen. Wenn wir irgendwas finden, einen Gegner, sollten wir einen Fight mitnehmen. Wenn wir das nicht machen, ist es tendenziell... Ah! Brigands! Let's go, rein da! Also, die werden komplett gegangbangt. Die sind 36 zu 7, Alter! Ich glaube, da komme ich nicht rechtzeitig an. Die sind einfach dead. Das ist so viele Armbrüste. Ich habe irgendwie 5 Armbrüste gehört oder sowas. 6 Armbrüste. Die werden komplett zerlöchert, also... Die sind zu weit gegangen, würde ich mal behaupten. Haben wir irgendwo... Ja, wir müssen bei Ben gucken, ob der Hund vielleicht noch rauskommt. Damit wir überhaupt was abkriegen. Das ist alles nicht Ben. Du bist auch nicht Ben. Ja, komm zu uns. Yes, 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 ja. Aber ich glaube, die hier machen hier gleich Bam. Ruf da und Bam, Baram. Ja. Au, nicht getroffen. Aber die 2 Range, also die kommen nicht ran zum, außer sie haben schon die Skills dafür. Doch, die haben die Skills dafür, der ist halt 2 gelaufen. Ja, die haben die Skills. Für mehr, für weniger AP, für die Attacks. Ja, jetzt liege ich leider so, dass ich nicht sinnvoll, doch so, ne? Ha! Kill! Meiner! Mit Peitsche. Einfach ausgepeitscht, die Sau. Wir wollen hier blocken, damit ich nicht mehr so gut rankommt. In der Hoffnung, dass wir dann den Kill kriegen. Oh, der rennt schon. Der hat keinen Bock mehr, ne? Ich hab hier nicht drauf geachtet, wo Ben ist, ne? Wer ist denn Ben? War doof. Ben ist der hier, ne? Ach, dammit. Dammit. Unlucky. So, blocken. Lauf, Forest. Ich krieg mir, glaube ich, nicht, ne? Wer es überlebt die Runde überhaupt? Das ist mal die Frage. Und Loki. Weil hier wird gleich der. Der wollte ja auch noch weglaufen, die Sau, ne? Ja. Und da sind schon 2 Hits drin. Und dann kommt noch ein Rangy, der ihm dann, glaube ich, einen Rest gibt. Yes. Und die sind am Laufen. Können auch einen Hund machen. Könnten den kriegen. Alter, wie viele Leute hier ziehen müssen. Wie viele Ranges die vor allen Dingen auch haben. Random down. So, jetzt muss ich mal drauf achten, wo Ben dran ist. Du bist nicht Ben. Du bist Ben. Wie weit darf ich laufen, um den Hund noch zu platzieren? Da? Da. Ja, Wuffi kriegt den. Nice. Schön ran sprinten hier. Sprintet, meine Jungs! Sprintet! Ihr braucht ein bisschen mehr Fitness, glaube ich. Ihr habt gar keine Hunde dabei, ne? Ja, fast ungünstig. Wehe, ihr snipet jetzt meinen Hund weg. Wehe, du snipest jetzt meinen Hund von da drüben weg, ey. Dann patscht's aber hier. Alter, sind das viele, Mann. Das ist eine fucking Armee! Gegen diesen einen Hanseln! Oh, lol. Der kommt sogar noch weg. Er steht noch nicht auf dem Fluchtfeld. Gerade so nicht. Ja. Dauert einen Moment. Bin gleich da. Warte auf mich. Du musst nur kurz, ganz kurz ein paar Leute bewegen. Ach, dammit, um ein Feld, Mann, ne? Um ein Feld.
Jetzt fängt er wieder an, 300 Minuten zu moven. 37 gegen 1. Da sehe ich aber. Eindeutig läuft es hier. Ja, ja, ja. Komm jetzt, aber jetzt diesmal haust du nicht ab. Diesmal kommst du nicht von meinem Hund weg, oder? Ach, come on. Lol, hä? Warum hat er das gemacht? Hätte einfach einen nach oben rufen können, wäre auf dem Fluchtfeld gewesen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Jetzt hol doch mal diesen Typ wieder. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie Halma hier, in die Lücken springen und sowas. Also, hat irgendwas davon für mich. Das ist so antiklimatisch. Ja gut, aber ein bisschen Loot. Für die Realzeit hat es sich nicht gelohnt, aber... Wo wollten wir jetzt hin? Achso, wir wollten da hoch, ne? Let's go. Ne, gab keinen Level-Up auf euch. Hätte mich auch gewundert, wenn es für 8 XP ein Level-Up gegeben hätte. Bam, 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 bam. Ich würde eigentlich die ganze Zeit auf das Opfer-Event, wo es dann bergab geht für uns, wo wir uns wieder komplett neu aufbauen müssen. Das läuft viel zu gut gerade. Für einen Kultisten-Run. Viel zu gut. Ich habe einfach schon zu viele Leute dabei, die keine Kultisten sind. Okay, das gab einfach wieder Money for free. Du bist ein Beast Slayer. Nee, eher nicht. About 84 ist ein gutes Secure Monument to Hopelessness. Das haben wir doch zuletzt entdeckt, ne? Dann wieder die Kampagne. Dann versuchen wir das, würde ich sagen. Let's go. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich hab bloß einen Beast Slayer gehabt, ne? So, Moment. Wir sollten Essen mitnehmen. Wir sollten Essen mitnehmen. Hier so Mushrooms oder so. Ja. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Und dann haben wir für 3 Tage Essen. Und ein bisschen. Let's go. Torf ist irgendwie kein gutes Handelsgut in der Welt, in der ich hier gerade bin. Ich glaube, es gibt einfach zu viele Torfquellen in der Welt insgesamt. Würde gerne nachts hingehen. Oh. 8 Webknechts. Könnt ihr mich in Ruhe lassen, Webknechts? Wir sind 11 Leute. Warum haben wir eigentlich keine Ambition mehr? Kommt ihr jetzt mit rein? Grave Robbers. Kill them all. Many Webknechts. Und Webknechts sind auch noch mit drin? Grave Robber, Webknechts und ich? Alles klar. Wir müssen uns ein bisschen rausziehen. Damit wir auf die gehen. Ziehen wir mal 3 raus. Eins, zwei, drei. Da. Wir wollen hier nicht alle tanken. Nee, 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 das wollen wir nicht. Dahin. Da können wir auch den Schritt nach oben gehen wieder. Wir uns ein bisschen mehr aufflocken hier. Was die Aufstellung angeht, glaube ich. So, geht mal auf die Spinnen da. Oder Spinnen geht auf die Jungs. Die sind aus Versehen mit reingekommen einfach. Oh, die sind von hinten, haben sie auch Spinnen anscheinend. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Ja, genau, die Spinnen gehen auf sie. Und einer anscheinend auf mich. Sehr schön. Du wartest mal, weil du nicht der Erste sein sollst. Wenn ich hier ranste, darf ich nicht mehr irgendwas tun. Nee, Hunde will ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Nicht diese Runde. Nicht diese Runde. Vielleicht will ich mir meinen Speer mal lieber hier mit hochlaufen. Blocken mal ein bisschen, damit die Frontleute von den Rangies nicht erwischt werden. Da darf ich theoretisch sogar noch ran. Mal sehen, ob sie das machen. Ja, hier kann ich nicht weit genug laufen. Du wirst wahrscheinlich... Ne, du wirst den Schritt nicht ran machen. Nehmen wir uns hier hin. So. Da wollen wir uns nicht hinstellen.
noch dran? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, Nils wird noch dran sein. Gehen wir mal mit dir hier hin. Du kannst das, glaube ich, ab. Mit Code. Aber da ist ein schöner Three-Way Void. Hey, ihr seid offensichtlicherweise beschäftigt. Dann packe ich dich mal hier hin. Ja, dran, ne? Aber hier, so, für den nächsten Attack. Ja, eingesponnen. Oh. Oh. Wir müssen die Brigands jagen, ne? Da war irgendwas. Wir müssen einfach nur den Kampf gewinnen. Das soll dann ein bisschen XP wieder geben. Mit den ganzen Jungs, die hier rumjuckeln. Hey! Hab's hackt. Jetzt mal die Frontline befreien. Hey. Der trifft ordentlich. Sind wir mal ehrlich. Du wirst warten, bis die Zweifel die Armor durch ist. Okay, das ist weird. Das ist eine weirde Option. Sehr schön, Armor ist durch. Du wartest mal ab. Hui, Bob. Das ist okay. Wenn ich jetzt hier rangehe, müsste er doch gegen beide fighten. Würde ich sagen. Hallo. Wir machen den Move. Müssen wir hier hin machen. Dann machen wir das so. Du wartest nochmal, weil du nochmal dran sein kannst. Dann machen wir den Peitscher dahin. Dich nehmen wir hier mit vor. Okay, die Spinnen sind, glaube ich, abgelenkt. Und die Diebe auch ein bisschen. Sonst müssen wir uns da durchschnetzeln von der Seite. Schon mal gut, dass wir das Gift nicht tanken. Oder der Grabräuber sind. Kopf ab! Also die beiden hier hinten, die machen ordentlich Work, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Schade. Genau, du gehst auf die Spinne, weil die einfacher triffst. Logo. Find ich okay für mich. Du warst dann schon dran, da können wir uns hier hinstellen. Und dir noch eine geben. Hoffen, dass du jetzt nicht am Gift stirbst. So, sehr schön. Du machst mal den. Shit. Ja, well, shit. Dann läufst du ein Stück. Weil, sobald wir mit dir eins laufen, können wir, also mehr als eins laufen, können wir nicht mehr angreifen. Ja, wir müssen uns durcharbeiten sowieso von der Seite. Hier dürfen wir noch. X, die Spinne hat keinen Bock mehr, die will laufen. Sehr schön. Und wir sind schlechte Ziele für sie, weil sie dann schlechter hitten. Deswegen. Oh, noch ein Spinne. Ja, da sind ja wieder Eier. Dass die mal Eier legen können noch, bevor es losgeht. Wundert mich ein bisschen. Aber du greifst den an. Das ist ja spannend. Schade. Ich dachte, wir kriegen den gekillt. Jupp. Den haben wir gekillt gekriegt. Danke. 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 X. Dann hat die auch keinen Bock mehr. Du musst wechseln, weil zwei Nahkämpfer an dir dran sind. Und die noch raus. Sehr schön. Wir laufen mal komplett außen rum. Der mit ist rausgekommen, aber wir sollten fast keine Ausdauer mehr haben insgesamt. Bei dem Ganzen. Das sieht nach einem sehr angenehmen Fight für uns aus. Weil wir wenig das Ziel der Gegner sind. Wir sind einfach mit dabei. Gut. Schöne Blutung. Ja, wir hinten haben wir ein bisschen XP verloren. Aber nur ein bisschen. Wo ist jetzt da unten? Ja, dann läufst du mal dahin.
Hallo. Befreie dich mal. Dammit, wir haben dich nicht befreit gekriegt. Aber den kriegen wir. Dammit! Auch nicht. Jetzt aber. Aha. Guten Tag. Oh, jetzt habe ich vielleicht Code in den Nahkampf. Hm. Moment. Okay, das war jetzt befreit. Das ist der Tod. Achso, Moment. Du warst hier im Kampf. Bastians hier. Das habe ich gar nicht realisiert. Die Spinnen haben keine Lust mehr. Also sie... Ich hoffe, er geht auf den Hund tatsächlich. Weil der Hund einfach zu treffen ist. 43. Schade. Ich hätte ein gern disarmt. Ich hätte ein sehr, sehr gern disarmt. War vielleicht nicht die beste Option. 79. Let's go. Yes. Schneid sie auf allesamt. Gehen wir komplett außen rum. Das tut weh. Das tut sehr weh. Muss ich mal so sagen. Du hast keine Ausdauer mehr. Aua! Das tat wieder weh. Das hat unser guter Danjuschka abgekriegt, den wir gerade geholt haben. Please not. Thanks a lot. Please not. Komm schon, haut ab, keinen Bock mehr. Moment, du hast einen kleinen Schild. Weg mit diesem Drecksschild. Du bist gefährlich. Ach, scheiße. Komm schon. Jawohl, jetzt rennen sie alle. Yes. Nice. Jetzt haben wir's. Da haben wir's. Jetzt haben sie keine Lust mehr, das können wir so aufschnitzen. Okay, und da oben haben wir noch die. Weit. Geht nicht schief, sehr gut. Und dann, X. Hallo. Hallo Spinnchen, wie wär's denn so mit uns? Hätten sie da noch jemanden? Den sie gerne kennenlernen möchten. So, meine ganzen Leute zum Beispiel, die aber alle Hallo sagen, Spinnchen. Spinni-Spinn. Ups. Batz. Schade. Ja, du kannst dann nur noch stehen. Random down. Einen kriegen wir noch. Für die XP. Das war wieder ein schöner XP-Fight. 150 bis 230 XP. Das war sehr geil. Und wenig abgekriegt, wenn ich mich gerade richtig gesehen habe. Ja, eine Verletzung. Code hat sich ein bisschen verletzt. Er hat vielleicht Sehne geschnitten bekommen. Das heißt, du hast gerade minus Damage inflicted. Okay, dann nehme ich die 3 auf jeden Fall mit. 4 HP sehe ich uns und nochmal 6 Inni, I guess. Und mit der ganzen Inni sollten wir dich wahrscheinlich dodgen lassen, ne? Demnächst. Aber ich will wieder Gifted haben. Gifted ist so gut. Plus 3. Plus 4 HP. Plus 5 Inni. Let's go! Plus 2. Plus 3. Plus 3. Genauso bei dir, Gifted. Let's go. Plus 3, plus 3. Plus 4. Yes. Die Leute kommen langsam an, wo ich sie brauche, wo man sie benutzen kann. So bei 60er Miliskill ist schon sehr viel besser als bei 47. Wir müssen halt sehr vorsichtig spielen, sonst sterben uns die Leute viel zu schnell. So, jetzt geht's euch wieder gut. Kann man Tor für 95 kaufen. Ist ja insane. Wir brauchen echt viele Rationen. Medical Supplies für 190. Nehmen wir auf jeden Fall beide Tors mit, weil minimalen Profit macht man damit ja doch. Ein bisschen Pilze, ein bisschen Medical Supplies.
Wir haben hier noch ein Falchion, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das werden wir dann reparieren. Das werden wir reparieren auf jeden Fall. Mal kurz gucken. Hat noch irgendjemand noch kein Dolch? Du hast noch kein Dolch. Du hast noch kein Dolch. Andere Dolche haben wir nicht. 16er Verkaufspreis. Ist nicht so geil. Ist nicht so geil. Insgesamt. Keine Quests mehr, keine Leute mehr. Taxi der Mist ist nur ein Paint Remover. Das ist eine Burg, da wollen wir nicht hin. Dammit. Wollen wir wieder nach Weißschacht, würde ich sagen. Mal sehen, was da abgeht. Also heute ist der Progress auf jeden Fall da. Heute sind wir ziemlich nice im Progress. Fühlt sich zumindest für mich so an. Sagen wir mal so rum. Fühlt sich vielleicht nur für mich so an. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nur so ein täuschendes Bild. Hier gibt es nämlich zum Beispiel das sehr günstig. Das hätte ich dann ganz gerne. 40 nochmal oben drauf. Weaponsmith. Jetzt habe ich ein bisschen Geld. Aber nicht genug. What? Battleforged Impaler. 77 bis 103. What? Das sieht ziemlich geil aus. Aber Verkaufspreis ist hier Müll. Ab nach Weißschacht. Weißenschacht, oder? Sonnenwehr mag uns noch nicht. Sonnenwehr müssen wir noch irgendwie erstmal. Sonowehr. Müssen wir erstmal überzeugen, dass wir geil sind. Wir wollen uns noch keine Mission geben. So, mal wieder trinken. Sehr gut. 117 bezahlt ihr mir dafür, ne? Dann. Hier, habt ihr und Bierstein Wurst. 17er Verkaufspreis. Aha, ist okayisch. Muss ich nicht alles rausballern. Noch habe ich keinen Geldmangel und Platz habe ich auch noch. Hier haben wir Jäger tatsächlich oder einen Bogenmacher, den man holen könnte. Karawane, 1200. 4 Tage nach Norden, das will ich eigentlich nicht. Da bin ich jetzt nicht so... What? Oh, more recruits. Hunter, Poacher, Witch Hunter, Sellswords or Beast Slayers are more likely to be available. Ja gut, deswegen gibt es hier so viele Hunter. Das erklärt, wie viele Hunter in Two-Handed Name... Nee, well, Masterwork. Whip. Okay, well-crafted Whip. Er macht so viel Schaden. Das 15% Weapons Skills Build up minus one less. Minus one less Fatigue? Ich vermute mal one less Fatigue einfach, aber das ist zur Eindeutigkeit mit Minus geschrieben. Hier ist es okayisch zu verkaufen, mal das Ding. Ja, aber jemanden zum Mitnehmen. Wie gesagt, wir könnten einen Rangy mitnehmen. Will ich jetzt eigentlich nicht. Dann gehen wir nach Brunndorf da runter. Ja, unsere. Oder Dulme hätten wir auch machen können da oben. Hier hätten wir noch einen Hellhole Crypt gehabt. Das wissen aber wahrscheinlich Necro-Servants und so ein Shit. Ja, hier unten haben wir immer noch die Necro-Bombs-Kacke hier, ne? Coven of the Banished. Das war ein schlechter Deal. Hätten lieber dieses Wohlgefallen der Stadt uns da unten holen sollen. Für gute Preise. So. Leider wieder keine Kultisten. Karawane. 3 Tage nach Norden, nach Hallheim. Ich will nicht so weit nach Norden. Ich meine, da waren wir auch zumindest schon mal. Bin ich nicht so ein Fan von. Aber wir werden es noch machen müssen. Wir brauchen, glaube ich, langsam die Kronen und den Kampf, der wahrscheinlich auch damit kommt. Let's go. Stimmt, wir könnten noch mehr Leute anheuern. Und da ist endlich unsere nächste Ambition. Trading. Wilderness. Discover a ruined camp or other hostile location on your own by exploring the land, destroy it and take the plunder. Sergeant. Sergeant würde ich, glaube ich, jetzt mal mitnehmen. Sergeant Ambition sollten wir demnächst erfüllen können.
Ja, können wir. Rally the Troops können wir einfach nehmen. Dann haben wir die direkt durch. From a renown. You hear retching coming from one of the wagons. Investigating, you come across a man in rags. Keeled over the guard, grinning overhead. Speak to me in that tone again and you'll be shitting your teeth. Got it, prisoner. Aha, says so. I'm Hjalmar von Berenger of House Berenger. I'm sure you've heard my name. If you kill this weak Fark here and all the rest of his like... nee. I don't give a shit who you are. Ich glaube, man könnte da schon irgendwie das Noble House auf seine Seite ziehen, wenn es wirklich so ist. Aber dazu müsste ich dann wieder meine Auftraggeber verärgern, was ich aktuell eigentlich nicht will, weil die mir ganz gute lukrative Quests anbieten. Was ich irgendwie schon brauche, damit ich vorankomme. Ja. Ja, ja, ja. Also übrigens, Torf ist irgendwie, glaube ich, unser Holzersatz. Ich will es bloß, dass wenn halt geradet wird, dass wir dann... Also wenn sie Ruinen haben, bezahlen sie nicht mehr für Torf, sondern nur für Holz. Da sind 12 Brigands. A few poachers and many thugs. Ich glaube nicht, dass die auf uns gehen werden, oder? Sie reisen auf jeden Fall gerade in die gleiche Richtung. Ich glaube, sie haben keinen Bock auf uns so richtig. Ich glaube, sie haben keinen Bock auf unsere Richtung. Alt Mordorf. Was geht hier? Witch Hunter. Witch Hunter. Ich kann Witch Burning Sin, Ambush Trade Routes. Puff. Ja, nee. Mit euch will man nicht handeln. Aktuell gerade bei euch ist eine absolute Katastrophe. Bei euch geht's ja absolut rund. Glacious Domain. Bleak Worlds. Okay, da haben wir 9 Brigands. Some Thugs, a few Brigand Poachers. Ihr wollt aber auch nicht mit mir. Also hier ist gerade irgendwie Brigand Land, aber die wollen nicht mit mir kämpfen, weil wir zu viele sind. Wir sind 11 plus 5 sind 16 gegen 9. Das ist nicht so geile Chance. Also sie greifen uns tatsächlich nicht mehr an, weil wir zu viele Leute sind. So, Strength in the Numbers und so. Nope. Niemanden, den ich unbedingt haben will. Können das nicht hier verkaufen. Ist eine dumme Idee. Aber das ist hier super billig. Gib mir die für 177. 1000 Supplies brauchen wir. Essen haben wir noch für 3 Tage. Okay, hier ist alles super billig gerade gefühlt. What the fuck? Achso, weil hier Local Holiday und Well Supplied ist, ne? Ja. Natürlich dann angenehm. Dann nehmen wir auch mal Medical Supplies nochmal mit, würde ich sagen. Und das ist hier 150 in Wahnsinn, 580, wenn der Job ist done. Follow the tracks, return the lockbox. Das hört sich eigentlich okay an. Wir haben jetzt schon ein bisschen Bekanntheit, entsprechend teuer wird das. Würde ich mal sagen, let's go. Könnte ein Nekro-Auftrag jetzt sein, Nekromant. Wir haben eigentlich genug Leute, um uns zu verteidigen und gleichzeitig den Nekro hinten anzugreifen. Wenn das wieder so 7 bis 9 sind und der Nekromant dann oben drauf, sollten wir immer noch einen übrig haben. Oh, es sind 6. Er bringt einen Marksman und some Raider. Dann kommt wahrscheinlich noch der Nekro dazu, oder? Ne. Ne. Dann ist es einfach nur Raider. Natürlich sehr, sehr geil mit der Überzahl jetzt. Ja, alle da hoch oder alle hier hoch? Ich bleibe lieber alle hier hoch, weil das flacher ist. Hm, aber sie haben die Fernkämpfer, also sie werden gar nicht rankommen. Das ist ein bisschen der Knackpunkt daran. Habe ich so das Gefühl. Sie werden wahrscheinlich gar nicht rankommen. Geht nicht weiter? Weiter kommen wir nicht. Nun bleibt mal da hinten. Ja, der hat was geworfen, was zum Glück nicht getroffen hat, was halt nämlich komplett einen Schild zerstört. Du musst mal von hier oben rankommen. Da ist ein kaputtes Schild. Gut, das war Ben.
Bleibst mal noch hinten. Mit Nils. Wie gut bist denn du, Nils? Du bist Level 2. Können wir, glaube ich, nicht als erstes in die vorderste Reihe stellen. War das auch nochmal. So, Siegfried, das ist kein Schild mehr. Das bist du auch nicht der Frontline-Fighter, den wir brauchen. Warten. Dann Juschka. 17 ist halt nix. Nee. Wo sind meine... Ey, Frontliner. Meine, ey. Ah, Sono. Du bist mein Frontliner. Knut und Code wahrscheinlich. So, das ist natürlich jetzt blöd alles, ne? Puff. Nils jetzt hier so rumsteht. Das ist natürlich alles ein bisschen blöd. Finde ich persönlich. Ha. Du musst warten. Da möchte man was jetzt stehen lassen, glaube ich. Nicht optimal. Hör oft in die Scheiße zu werfen. Hast du zum Glück keine mehr, glaube ich. Ja, du da unten solltest eigentlich. Unten ist. Puff, nee, du gehst mal wieder zurück. Du musst warten, bis alles. Achso, ja, ich hätte den Hund setzen können. So. Du hast gerade keine Waffe. Da können wir hier einfach mal rangehen. Fangen wir schon an zu spalten hier. Sehr schön. Uns schlecht positioniert für die nächste Runde. Ich glaube, wir kommen hier nicht mal hoch ordentlich, ne? Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an dem Ganzen. Kommen wir nirgendwo ran und hier kommen wir nicht hoch. Scheiße, das war ein Doppelklick auf was ich nicht wollte. Das fühlt sich ungünstig an. Ich komme hier nicht an die Leute ran. Gefühlt habe ich jetzt den Low Ground. Hört ihr auf da oben? Das ist jetzt schlecht. Mach den mal. Versuchen wir mal, den da mal zu platt zu machen. Okay, was ist das versucht? Ich bin ja viel zu viel. Ich stehe mir gerade komplett die ganze Zeit selber im Weg, ne? Du kommst noch dran, ne? Genau. Und das und... Schade. Wenn... Noch den Hund dazu. So, jetzt kann ich den hier nämlich schön aufschlitzen, aufpieksen. Sehr schön. Der ist halt ein Problem jetzt, ne? Der ist nämlich dran, relativ früh. Ja, und hat eine Zweihandwaffe. Bin ich. Au. Ja, ungefähr das. He dead. Das ist sehr gut. Uns mal hier hin. Teidigen uns. Nice. Wenn ich hier hingehe, kann ich noch dich angreifen. Nice. Hörst du auf damit? Du Frechdachs, du. Du kommst noch dran, das heißt, wir warten mit dir, damit wir in die passende Posi gehen können. Ja, damit.
Das bedeutet, wir müssen dich hier runterstoßen. Dammit. Dahin. Und du gehst mal den da jagen, damit er nicht mehr so schießen kann. So, sehr schön. Aber einfach Übermacht, zahlenmäßige Übermacht, einfach knallhart ausgenutzt. Das ist schlecht. Das ist doppelt schlecht. So. Nope. 1, 2, 3. Von da aus könnt ihr ihn tatsächlich attacken noch. Du gehst mal dahin. Du bist noch dran. Kein Bock mehr. Sehr schön. Nadjuschka geht mal dahin. Und dich jetzt wegschieben. Danke. Ich hatte keine Ausdauer mehr dafür. Laufen wir hier Tier hoch. Jedenfalls, dass wir was brauchen werden. So, ist der weg. Den Platz. Der Hund übernimmt so ein bisschen das Tanken. Please don't hit. Aha. Unangenehm. Dann wird unwahrscheinlich wenig getroffen, obwohl man kein Schild hat. Ne? Der hat kein Schild die ganze Zeit. Also, gegen die Gegner funktioniert das ganz gut. Schön mitten rein. Und noch ein Stück weiter. Ja, dann umringen wir dich halt ein bisschen, würde ich sagen. So, dich noch. Zack. Frechen von unten einfach so. Halt auf nochmal! Schweinerei. Absolute Frechheit. 53. Nehme ich. Vielleicht war es nicht smart, da komplett ran zu steppen mit ihm. War vielleicht nicht die optimale Idee. Okay, um euch da hinten. Er rennt, dann ist egal. Ja, das gab wieder 200 XP. Holy Siegfried! Und geil, Level 3 Schwert. Nice! Let's collect our pay. Also das war das Level des Kampfes sehr, sehr entspannt, was wir hier machen mussten. Hier, du hast doch noch ein normales Schwertchen, ne? Hier, du steigst einfach vom normalen fucking simple Schwert. Ich hatte ein Stufe 2 Schwert. Zum Stufe 3 Schwert auf. Hier eure Schilde ersetzen, die draufgegangen sind. Also Siegfried hat sich gerade hart verdient gemacht, der Gambler. Da kann ich aber nichts sagen. Plus 3. Ja. Plus 4 Fatigue ist wahrscheinlich ganz gut. Und plus 3 noch ein bisschen Hidden. Gebe ich ihm doch einen Shield Expert. Einfach mehr Defense. Ja, nee, gifted. Plus 3. Yes. Plus 4. Plus 3, let's go, es ist ja auch bei 60. Supergeil. Okay, ha. Was machen wir denn mit dir? Plus 4 auf jeden Fall, schon mal, du bist ein Kultist. Plus 3 und plus 2 wahrscheinlich, sonst wirst du ständig gehittet. Kolossus. Okay, du hast sau viel HP gehabt, direkt am Start. Aber das läuft richtig nice heute. Vermute mal, wenn ich das nächste Mal lade, also so morgen, ne, dann heißt plötzlich wieder Bats verloren, Bats verloren, Bats verloren, Bats verloren. Hey, du hast doch 3 Leute, viel Spaß und 300 Kronen. Bau dich mal wieder auf.
Und aktuell ist das eigentlich gar nicht so. Ich hätte nur gern mehr Kultisten. Ich würde gerne mehr Kultisten rekrutieren. War ich jetzt so smart und hab erst... Moment, die haben sogar hier Stufe 2. Reparieren. Reparieren! Ja. Also gerade nicht wieder Verkaufspreise. 14 ist nicht gut. Wir können aber noch ein paar davon kaufen. Tatsächlich. Und die unseren Frontliner einfach mal mit in die Hand drücken. Die Yasuno zum Beispiel. Ja, zack. Und Ben, zack. Und Code. Damit wir ein bisschen mehr, wenn wir bluten, uns Blutungen stillen können, damit die nicht irgendwie an der Blutung verrecken. Das wäre sehr, sehr traurig. Und hier geht's irgendwie nicht weiter. Dann halt Eisenstein. Vielleicht geht's euch inzwischen wieder ein bisschen besser. Das würde mich sehr freuen. 118, ey. Das müsste eine Weile reichen. Brigands. A few poachers, many thugs. Sehe ich mich eigentlich. Kommt mal her, Jungs. Bleibt ihr jetzt hier? Ich hab gesagt, ihr sollt hier bleiben. Engage. Vielleicht wäre ich jetzt ein bisschen, ne, übereifrig. Ne, du sollst nicht zuerst, weil du stehst ganz vorne. 1, 2, eigentlich wollen wir hier hin. Gehen wir da hin und hoffen, dass wir es bis dahin überleben. Ja, weil die weniger Defense hat, ne? Deswegen schießen sie auf den. Du kannst sagen, wir schießen alle auf den, der weiter weg ist, aber na klar, der hat weniger Defense. Ja genau, wenn die nämlich zwei Steps machen, dann kann der zwei Hände nicht mehr angreifen. Ist das, was ich von ihnen will? Genau deswegen laufe ich dahin, wo ich hinlaufe. Aber wie gesagt, wir haben wenig Range. Deswegen müssen wir mal ein bisschen gucken. Du kannst noch in die heransteppen. Du musst da hin, weil da unser Slapperino. Wobei, ich packe mir den Slapperino lieber hier hin. Ihr habt irgendwie nicht so Bock, hä? Ihr traut euch da nicht so richtig aus eurer Kuhle da hinten raus. Oh. Die Spearwall da oben hin. Ach so. Was sind das für eine Aufstellung, die die da wählen? Ha! Spannend. Machen wir das schon mal so. Und warten ab. Ah, da kommen die Spearwall zum Einsatz, by the way. Ihr werdet da ransteppen, das heißt, ihr übernehmt den hier. Du wartest mal kurz, weil du gehst dahin, du gehst dahin. Ja. Du wirst den abkriegen, deswegen machst du mal den. Daran. Sehr schöner Hit. Sehr geiler Hit. Ja, noch eins weiter, Danjuschka. Würde ich sagen, ich glaube, der ist schon direkt down. War auch so mein Gefühl. Bleib noch mal eins draußen. So. Kunibert. Oh. Dann müsste er hier reinsteppen. Stecken will. Oder da oben. Da oben kann er auch, glaube ich, nicht rein. Dann hat er zwei Viertel. Ihr habt den Hund getroffen, ihr Schweine! Ihr Unmenschen! Ihr Unmenschen! Oh. Ah, das Schild direkt weg. Ey! Ey! Mein Wuffi! Ihr Miesen! Ihr Miesen! Ich glaube, mein Hund ist down, leider. Ja, so mein Gefühl. Ja? Ja? Okay. 70, 65. Hier, ihr Schweine, wenn ihr auf meinen Hund geht, dann hab ich kein Mitleid mehr mit euch hier. Würde ich wegschubsen? Würde ich einfach meinen Hund wegschubsen?
70, 80. Looted. Kein Mitleid mit Schweinen, die Hunde töten. Du bist nicht mehr dran, ne? Dann mach mal das. So, da geht's den schon Leuten nicht mehr. Ja gut, der will laufen. Dann können wir uns jetzt hier reinmoven tatsächlich. Dahin zum Beispiel hin. Damit sie nicht mehr fighten dürfen ordentlich. Und der Hund ist nicht so eine große Bedrohung wie der Dude. Du hast hier... Oh, jetzt rennen sie alle. Jawohl! Nice! Dann ist mein Hund wahrscheinlich doch safe. Wie das aussieht. Oh. Weiß sie ruhig tot, Buffy. Mello, let's go. Moment, du rennst noch nicht. Ist klar. Versucht's noch. Er versucht's noch hardcore. Viel Spaß mit der Blutung. Kommt nicht mehr dazu. Wird hier einfach aufgewischt. Sag ich doch. Ich glaube, es hakt. Hier wird nicht weggelaufen. Ist deinen Freunden nicht helfen? Kann ich nicht, aber kann ich mal versuchen, daran zu appellieren. Komm nicht ran. Shit. Ja, er geht auf den, nicht auf den. Daran wäre er besser gewesen, von der Geschwindigkeit her. Weil er wäre der Einzige gewesen, der Wuffy da hinten noch kriegen können. Ja, das ist, glaube ich, durch. Auch wenn das nicht so aussieht, als würde er, also ne, er gibt nicht auf, aber KI ist trotzdem einer gewissen Übermacht. Sagen die halt. Dann. Sehr schön. Wieder richtig guter Fight. Fight, das war einfach nur ein Fight für ein Fight, ne? Hat überhaupt keine Bewandtnis für irgendeine Mission, aber es gab ein Level-Up dadurch. Und halt fast keine Verluste. So, Nils plus 3. Plus 3 HP, plus 5, ja, das wird so ein Nimble. Das wird so ein fucking Nimble, der Nils. Dann ist Nils, glaube ich, der gute Zweite. Wir müssen Deku ja nie verraten, was mit dem Ersten passiert ist. Okay, bei euch ist irgendwie immer noch alles arschteuer. Was sollen die da? Missing Villagers. 600. Hunter wo terrorizes. Es müssten Nachtseherer oder Spinnen sein. Sollen wir beides hinkriegen, denke ich. 400 Kronen. Ja, ich würde, glaube ich, erstmal hier wo terrorizes, damit hoffentlich die Sachen... Ne, nochmal kurz hier reingucken. Ja, leider nichts, was wir haben wollen. Wir save schön die Campaign immer wieder. Let's go, what terrorizes. Let's go. Und Tiere, wie gesagt. Nachtseherer oder Spinnen sein? Nachtseherer, 11 Stück. Lots of Nachtseherers. Let's go, engage. Auf den Bergen, ui. Hier sind aber Höhenunterschiede. Und zwei Ebenen nach oben und nach unten kann ich gar nicht angreifen. Ja. Tja. Hier irgendwie hin und dann da so. Würde ich ja sagen. Das ist übrigens dahinter, ne? Ja, hier ist hier unten. Nicht hier oben. Der, nicht das ist geblockt, sondern das hier unten, wo der Stein ist. Entsprechend Ben auch hier so hin. Und Code vielleicht da so hin. Und Deku da so hin. Da für den Höhenvorteil und... Soll ich lieber hier die beiden Höhenvorteile nehmen, ha? Huh? Du kannst ja genau von einer Seite angegriffen werden, wenn ich dich dorthin pack hier so. Du gehst da hin, du verteidigst dich alleine gegen alles.
Und du nimmst hier nochmal einen Höhenvorteil, würde ich sagen. Und dann, wenn wir hier verteidigen... Gehen wir immer von hier hinten ran. Es ist ein bisschen fies, auf diesem Bergshit zu fighten. Das will ich, glaube ich, eigentlich nicht. Und der hat schon gefuttert, der ist schon Level up. Moment. Feasted. Ja, einmalig, ne? Genau. Vielleicht pick ich dich dann lieber hier, damit du hier überall gefühlt zu angreifen. 1, 2, 3, schade. Den hier noch hochziehen, wenn wir das machen wollen, damit er nicht komplett umstellt werden kann. Ja, wollen wir, glaube ich, auch. Und ihr wollt, glaube ich, hier hinten hochgehen, ne? Dann gehen wir hier mit hin. Ja, wir gehen lieber mal hier zur Seite. Ey, du hast kein Schild! Shit, Code, du darfst nicht vorne stehen. Du hast ja gar kein fucking Schild. Sehe ich ja jetzt erst. So, verteidigst dich. Du machst noch nix. Ja, ist die Frage, ob sie bis dahin kommen. Du gehst mal dahin. Das ist natürlich ungünstig. Musst du das übernehmen. Du wartest. Sehr schön. Weiß nicht, wie lange Sono das da oben durchhält, ist so ein bisschen das andere Problem. Wie lange Sono das da oben durchhält. Ja. Shit. Aber alle anderen müssen sie woanders hin verteilen. Also es macht keinen Sinn, dass sie da hier jetzt alle Schlange stehen bei Sono. Es macht keinen Sinn. Warum nicht? Da komme ich nicht bis dahin. Vollmer bleibt da. Du wartest ab. Tja, ist die Frage. Was machen wir mit Code? Ich denke, wir werden dich irgendwann hier unten brauchen. Und dich mal hier rum. Ach, zwei nach unten darf ich ja nicht, ne? Das ist das Problem. Sie müssten hier auf der gleichen Höhe stehen wie die. Ja, scheiße, ey. Dann musst du hier runter irgendwie und dann... Ach, puf. Ach, puf. Wenn zwei nicht nach unten darf, ist so doof. Wir werden uns wahrscheinlich von der Seite hier reinarbeiten wollen, müssen, tun. Nee, du bleibst da stehen, denke ich. Wait. Ach so, da oben habe ich vergessen, ist da... Ja, jetzt hat es mich auch erwischt. Aua. Jetzt hat es mich auch erwischt, dass es hier oben ja nicht blockiert ist. Der hat 4 Blutungsstacks auf sich, der sollte relativ bald down sein. Dass der doppelt trifft, ist sehr tragisch. Da ist er down. Ja, wir müssen hier warten. Schade. Du musst dann den Platz hier einnehmen zum Kämpfen. So. Würde ich sagen. Du dahin. Nope. Verteidige dich, damit du nicht gedoppelt getroffen wirst. Ego. Riot. Das wird er hier halt komplett eingestellt. Komplett. Achso, ja gut.
Sehr schön. Das war ein gutes Skips. Shit. Den Highground gekriegt. Und der hat gefeastet. Das ist ja... Ja, scheiße. Kann ja nicht davon abhalten, auf die Leichen futtern zu gehen. Das ist schlecht. Das ist sehr geil wiederum. Den kann ich attacken. Nice. Das ist sehr, sehr gut. Da kann ich nicht mehr attacken. Dann muss ich da hin und den attacken. Oh, schade. Yes, please. Please, 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 please. Oh, du hast noch mal drei. Ach, scheiße. Ja, aber das ist zumindest... Das hilft bei der Moral. Sie halt immer zuerst dran sind. Die sind so schnell. Aber dafür haben sie halt keine Rüstung. Schlecht. Please, verteidige dich. Bitte, noch ein. Ah, scheiße. Das ist schlecht. Und der nicht getroffen. Ugh. Und der auch nicht getroffen. Ugh. Und die treffen alles. Ugh. Schlecht, schlecht, schlecht. Kannst du hier irgendwie mit unterstützen? So, sehr schön. Ja, dann bist du aber hier im Nahkampf. Das will ich nicht. Gehst du mal hier mit hin, wie du hoffentlich mit attacken kannst. Du bist danach dran. Knut. Den können wir wegkicken. Noch die Kleinen versuchen rauszuholen. Und draufstellen, damit sie es nicht futtern können. Das ist wichtig an der Stelle. Keine Ausdauer mehr auf meinen Leuten, ey. Scheiße. Please don't. Es sind nur noch drei. Die Economy ist auf meiner Seite. Aber ich muss halt trotzdem treffen. Das ist der Knackpunkt. Sehr schön. Nochmal einen erwischt. Ja, du machst jetzt erstmal nix. Schade. Ja, wenn ich jetzt hier ransteppe, dahin kann ich steppen, kann ich nicht angreifen. Scheiße. Bietest dich an, da unten, als Ziel. Weil du dann hoffentlich einfacher zu treffen bist. Du kannst dich auch noch anbieten als Ziel. Komm schon. Oh no! No! Oh. Das war knapp. Oh, das war so knapp. Da war so viel Knappies dabei. Gefällt mir nicht. Hat mir nicht gefallen. Das war ein HP jetzt literally auf Sono. Der hat 200 Damage gefressen. Sono, ey. Oh, 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 oh. Achillessehne und... Oh Gott. Ja, aber geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben erjagt... Wir haben es erjagt. Holy moly, Macaroni. Das war heftig. Plus 2, plus 3. Wahrscheinlich plus 4 wegen Dingens. Und mehr tragen können. Das werden wir irgendwann brauchen. Hoi, 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 hoi. Das war so knapp. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Ja, du hast jetzt gar nichts mehr. Hitpoints, Fatigue, Skill, alles, alles kaputt. Wir müssen uns erstmal auf jeden Fall erholen. Aber Eisenstein geht's besser. Und ich würde sagen, wir chillen erstmal kurz eine Runde in der Stadt. Achso, Moment, wir hatten hier noch eine Deliver Cargo nach Brunnendorf. Das werden wir machen, aber wir werden trotzdem kurz in der Stadt chillen. Damit Tag werden kann und wir uns besser heilen. Ich glaube, wir heilen uns nämlich schneller. Oder auf jeden Fall reparieren wir schneller im Camp. Weil hier ist auch ein Tempel. Hier ist ein fucking Tempel. Für 190 mache ich das gerne. Und das ist auch vertretbar, damit ihr euch besser erholt.
Erstmal schön die Leute versorgt. 580 für Uncut Gems. Preis von 17. Da können wir zumindest den Billigkram hier verkaufen. Die ganzen Billigschwerter würde ich mal verkaufen. Die hier brauchen wir auch nicht. Hatten irgendwo noch Leute ohne Dolch? Ein Dolch haben wir jetzt nochmal. Sehr schön. Ich bin ein bisschen Fan geworden von dem ganzen Blutungsscheiß, muss ich sagen. Nehmen wir jetzt für 580 die Juwelen mit. Ich würde vermuten, dass die wieder richtig viel wert sein können. Nehmen wir ein Juwel mit. 580. Und dann gehen wir mal gucken. Was sagt ein Dulmen direkt zu den Juwelen? Gehen wir mal da gucken. Was wollten... Oh. Meine Leute sind halt echt nicht gut. Also, ich muss mal rausnehmen. Hier haben wir eigentlich noch Danjuschka und Perk vergessen. Du bist auch nicht gut drauf. Die anderen wären aber da. Die anderen wären billig und willig. Könnt, glaube ich, so ein paar Direwolves schon machen. Denke ich. Dann habe ich nicht noch eine bessere Handaxt? Nee, du hast die Handaxt schon. Ich glaube, ich gebe dir ein Schwert. Schwert trifft halt besser. Gegen sowas wie Direwolves. Das könnten wir schon machen, wenn sie auf uns gehen. Ich glaube nicht, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, sie gehen nicht auf uns. Hier sind immer noch jede Menge Leute. Jede Menge Leute gegen ein paar Wölfle. So. Was sagt ihr zu den Handelsgütern? 700. Ach ja. Einmal irgendwie 150 drauf. Ja, let's go. Das ist ja schick. Ihr habt auch richtig geile Preise gerade so generell. Ihr habt generell richtig gute Preise. Horned Orks dort. Dort will ich nicht behalten. Dort will ich auch nicht behalten. Richtig schön. Yes, 20er Preis ist natürlich phänomenal. Ja, leider wieder kein Kultistenboy dabei. Kein Kultistenboy dabei. Ja, also die Edelsteine, die ungeschliffenen Edelsteine sollten wir kaufen. Die sind ziemlich geil. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, da wir echt viel Ration verbrauchen pro Tag. Und 106 Kronen schon. Schweinerei. Das sind die Iron Ravens. Ist das eine Anlehnung an unsere White Ravens vom letzten Mal? So. Auf nach Brunnendorf. Für 400. Ich nehme Brunnendorf für 400. Oder besser gesagt, Reise nach Süden für 400. Brunnendorf. Ja, easy. Easy, was haben wir hier? 860 for Terrorized. 860 ist ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr ist 860 da schon, ne? Immer noch keine Ranges, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Ich glaube, ich lasse es erstmal für heute. Lumi will bestimmt auch noch was mit mir machen. Von daher, ich sage, machen wir morgen weiter. War ein innerliches Blumenpflücken. Wir sind unfassbar gut vorangekommen. Also, unfassbar gut. Das ist richtig geil. Hat mich ein bisschen angemacht.